mir zu Overdose. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Schreibt es gerne mal unten rein. Wie gesagt, das ist kein Hate oder so, sondern ich hätte für den Inhalt gerne eine andere Stimme. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Yo, was geht ab, Leute? Ich reagiere mal wieder auf einen Track und zwar auf MyZip. Es ist eine Weile her. Mir haben einige Leute geschrieben, hey, reagiert doch mal wieder auf MyZip oder auf diese EP Worlds Collide. Ich werde nicht auf die ganze EP reacten, sondern ich habe mir einen Track rausgesucht, weil mir so ein bisschen die Leute leid taten, die es vielleicht deswegen auch meinen Kanal abonniert haben, weil ich eine Zeit lang, glaube ich, echt viel auf MyZip reagiert habe. Zu Recht, weil es ein guter Künstler ist und weil ich glaube, dass es ganz gut auch zu meinem Kanal passt und zu meiner, naja, zu meiner Art und Weise so ein bisschen auch, weil er auch sehr tiefgründig am Start ist. Und ich hoffe, es wird nicht zu emotional. Ich bin nämlich gerade echt gut gelaunt. Was ich echt witzig fand, hier so im ersten Frame, was man schon sieht. MyZip, ist das Gosau? Ist das das Gosautal? Zufällig in Österreich? Weil da war ich vor kurzem im Urlaub und fand es sehr, sehr lustig, dass ich das gerade sehe, weil das ist, glaube ich, der Gosau-Fluss. Und ich bin mir nicht sicher, weil Österreich sieht manchmal stellenweise auch sehr, sehr gleich aus. Und ich werde mal so dieses Anfangsgeplappere weglassen, sondern reacte gleich drauf. Ich habe ja sonst dann immer noch mal eine andere Perspektive vorher gehabt. Ich lasse die mal weg. Wenn ihr die cool fandet, dann schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Aber ich finde, es dauert dann immer so lang. Und jetzt habe ich auch schon wieder gequatscht. Und ich wünsche euch viel Spaß bei meiner Reaction. Okay, es ist also die ganze Zeit in der Location. Vielleicht finde ich heraus, ob es wirklich das Gosautal ist, wo ich im Urlaub war. Es wäre echt cool. Irgendwie ist es sehr, sehr zufällig, weil es wirklich nicht lange her ist, dass ich dort war. Und jetzt hat MyZip hier so ein Video gedreht. Wäre lustig gewesen, wenn man sich noch gesehen hätte. Ich weiß gar nicht. Ich hätte ihn bestimmt erkannt. Aber ich hätte nicht geschnallt, dass es wahrscheinlich jetzt wahr ist, dass er dort rumläuft. Ja, ich weiß nicht. So ein nachdenklicher Beat auf jeden Fall schon mal so ein bisschen. Melancholisch natürlich. Standard MyZip, würde ich sagen. Wobei die Landschaft und Österreich und so symbolisiert ja für mich eigentlich was Schönes, was Positives, Leben, so ein bisschen, wenn man sich die Natur dort anguckt, die sieht noch völlig gesund aus, im Gegensatz bei mir hier, wo irgendwie alles verbrannt ist. Also Österreich, identifiziere ich eigentlich mit was Schönem, was Positivem. Im Scherben, denn du warst damals nicht da. Schau in die Ferne und meine Zukunft nicht klar. Lauf ins Verderben und das bereits seit paar Jahren. Denn du warst nicht da, du warst nicht da. Alles im Scherben, denn du warst damals nicht da. Tausende Sterne, aber nur du warst mein Star. Draußen nur Leere und mich hat keiner gewarnt. Denn du warst nicht da, du warst nicht da. Ich weiß nicht, ob das seine Stimme ist, ob die wirklich so ist oder ob die mit Autotune so ein bisschen noch höher gemacht wurde. So. Ich muss sagen, das ist so von der Akustik her nicht so ganz so mein Ding, muss ich sagen. So dieses extrem hohe, es fehlt noch, dass es noch höher wäre und dann klingt es irgendwie wie, weiß ich nicht, wie irgendein Pokémon oder so, keine Ahnung. Also ich sag mal, inhaltsmäßig natürlich ganz okay, finde ich gut. So ein bisschen Revue passieren lassen im Inhalt, so ein bisschen, wie war das Leben, wie ist es heute. Aber so dieses Voice-mäßige, also dieses Akustische fand ich jetzt ein bisschen nicht so ganz so mein Ding. Schau alte Bilder von uns an, jede Erinnerung daran. Also ich kann mir vorstellen, dass er eine hohe Stimme hat, aber ich glaube, die haben da nochmal ein bisschen nachgeholfen. Es tut weh, uns zu sehen, wieso musstest du gehen? Kann es wieder hochschaffen, doch muss dich loslassen. So oft der Dunkelheit entkommen, die fast den Tod brachte. Räum die Vergangenheit auf, vielen Schlangen vertraut. Unsere Flammen gehen aus, das war lange so grau. Schaute in deine Augen, dachte du bist meine Zukunft. Einfach ins Blaue, aber uns brachte die Flut um. Und dieser Sternenhaufen zeigt, wir waren zu jung. Es ist gut so. Bin, glaube ich, mehr gespannt so ein bisschen auf MyZip No Front an der Stelle. Aber die Stimme ist, glaube ich, wirklich nicht so meins. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, weil der Text, der ist so real und so wichtig und so ernsthaft. Und die Stimme, auch durch die Bearbeitung meiner Meinung nach, versaut das Ganze gerade so ein bisschen. Aber ich bin mir sicher, dass es bei MyZip ein bisschen anders klingt. Alles im Scherben, denn du warst damals nicht da. Schau in die Ferne und
ist mir zu overdose. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Schreibt es gerne mal unten rein. Wie gesagt, es ist kein Hate oder so, sondern es ist einfach ein bisschen. Ich hätte für den Inhalt gerne eine andere Stimme. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber hier, das sieht auch sehr, sehr geil aus mit dem Video. Es regnet und so, gerade im Tal, wenn das wirklich das große Tal ist, aber es ist ja sowieso ein Tal, umschlossen von Bergen, da ändert sich das Wetter ganz schön schnell. Und das habe ich auch mitbekommen im Urlaub. Ich kenne das ja hier gar nicht in Sachsen-Anhalt. Da gibt es keine Berge, keine Täler. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Erfahrung. Meine Zukunft nicht klar, lauf ins Verderben und das bereits seit paar Jahren. Denn du warst nicht da, du warst nicht da. Alles im Scherben, denn du warst damals nicht da. Tausende Sterne, aber der Beat gefällt mir, der gefällt mir auf jeden Fall. Nur du warst mein Star, tausende Leere und mich hat keiner gewarnt. Denn du warst nicht da, du warst nicht da. Der hat so eine Stimme, so wie, als hättest du so einen Trailer oder so eine Melodie von Pokémon oder so, ich weiß nicht, weil die ist so lang, so ein bisschen langgezogen, so ein bisschen hochgezogen, so ein bisschen von der, die Höhen sind sehr krass und zu wenige Tiefen. Das ist so ein bisschen, was ich gerade checke. Du warst nicht da. Aber mein Zip hier, der Kontrast, finde ich gut. Hatte ich Probleme, warst du nicht auf meinem Radar? In meiner Gang suchte dich jeden Tag, ja auf diesem Planeten jetzt. Könnte auch nicht Gosau sein. Hier ist ein Fußballfeld. Hier sind immer solche Brücken. Also Fußballfeld sagt mir nichts, die Brücken sagen mir schon was. Aber das könnte schon wieder woanders sein. Aber Österreich sieht vermutlich... Ich habe jetzt eine Ecke von Österreich gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass vieles sehr, sehr ähnlich aussieht. Ähnlich schön halt. Zwischen Venus und Mars. Hab dich verloren, aber guck, ich weiß nicht, wie ich dich finde und danach wieder heimkrieg. Alles ist so dunkel und am Himmel kein Licht. Weißt, dass es vorbei ist, wenn es wirklich scheinbricht. Ich meine, er macht es auch gerade so, dass er die Stimme verändert, dass es gerade ein bisschen höher wird, vielleicht auch ein bisschen bearbeitet ist. Aber es ist halt, ich sag mal, es ist mal kurz und nicht die ganze Zeit so ein bisschen. Von daher finde ich das vollkommen okay. Weil das darf nicht so in dieses, ich finde, in dieses Lächerliche kommen und so in dieses zu Overdose-mäßige Bearbeitung oder zu hoch irgendwie, weil dann passt es, finde ich, nicht zu dem wirklich krassen Inhalt, der ja schon sehr ernsthaft und seriös ist. Es tut mir so leid, oh, wir haben es verloren. Es ist vorbei, alles bleibt schon davon. Mir ist kalt, dir ist kalt, ist vorbei, yeah. Alles im Scherben, denn du warst damals nicht da. Er benimmt halt hier auch die Hook und gerade auch so ein bisschen der Übergang hat mir echt ganz gut gefallen. Schau in die Ferne und meine Zukunft nicht klar. Lauf ins Verderben und das bereits seit paar Jahren. Denn du warst nicht da, du warst nicht da. Alles im Scherben und du warst damals nicht da. Tausend. Es geht ja halt auch die ganze Zeit über irgendeine Person, die nicht mehr am Start ist, so ein bisschen. Sehnsucht. Und ich glaube auch in solchen Gebieten wie Österreich, da kann man schön mal über sowas nachdenken, auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Also der Star war definitiv für mich Österreich. Ich glaube nicht, dass ihr das hören wolltet, aber ich gehe mal davon aus, dass es Österreich ist. Bin wirklich sehr unsicher, ob es die Region war, wo ich war, aber es wird Österreich irgend sowas sein. Bin ich mir eigentlich sicher. Wenn ihr das wisst oder es steht vielleicht irgendwo, schreibt es mal gerne drunter, das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ja, Parker war jetzt, glaube ich, nicht so meins. Ich glaube, das kann man so ausdrücken, ohne jemanden zu nahe zu treten. Aber ich glaube, das lag auch einfach an der Bearbeitung. Und MyZip hier gewohnt stark. Der Track an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass es vielleicht der stärkste ist von MyZip. Es ging viel so um Emotionen einfach so ein bisschen preiszugeben. Es war auch sehr, wie soll ich sagen, es ging nicht ins Detail unbedingt. Also es war eher so, ja, ich denke mal nach und es ist halt irgendwie traurig und so. Das war so die Grundthematik für mich so, die ich aufgenommen habe. Also da hat MyZip definitiv stärkere Tracks, aber ich glaube, das sollte hier auch gar nicht im Vordergrund stehen, sondern eher das Feature und dass es harmonisch klingt. Und ich fand, das war eigentlich der Fall. Auch wenn, wie gesagt, Parker seine Stimme so ein bisschen zu hoch war, fast schon so ein bisschen fiepsig, aber... ja, schreibt mal gerne drunter, wie ihr den Track fandet. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao, ciao.